Hallo Leute, zum Yu-Gi-Oh! Adventskalender, wo wir uns jeden Tag eine Karte aus dem Yu-Gi-Oh! Kartenspiel ansehen. Heute mit Ruin, oberste Königin des Vergessens. Hierbei handelt es sich um ein Monster von der Eigenschaft Licht, der Stufe 10, mit dem Typ Fee und der ATK 2900 und Verteidigung 3000. Es ist eine Ritualkarte mit folgendem Effekt. Du kannst diese Karte mit Zyklus der Welt als Ritualbeschwörung beschwören. Der Name dieser Karte wird zu Ruin, Königin des Vergessens, solange sie sich in der Hand oder auf dem Spielfeld befindet. Solange diese Karte als ritualbeschworene Karte auf dem Spielfeld liegt, können Ritualmonster, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Falls alle Monster, die verwendet wurden, um diese Karte als Ritualbeschwörung zu beschwören, Ritualmonster waren, kann sie während jeder Battle Phase einen zweiten Angriff durchführen. Falls diese Karte ein Monster des Gegners durch Kampf zerstört, du kannst deinen Gegner Schaden in Höhe der Grundartikarte zerstörten Monsters zufügen. Ist auf jeden Fall ein ganz netter Effekt. Weswegen ich mir die Karte hauptsächlich ausgewählt habe, ist tatsächlich wieder mal das Artwork, weil es ist einfach wunderschön. Es ist die Königin des Vergessens, was ich als interessante Übersetzung finde, weil sie im Japanischen Beautiful God of Destruction heißt. Aber okay, gut. So Gewalt und sowas, das darf ja nicht in europäische Karten, das könnte ja für sonst was führen. Aber sieht einfach erstmal richtig gut aus mit den langen weißen Haaren. Ich stehe total auf ihr Outfit. Und dieser Stab, den sie in Händen hat, richtig cool. Sie sieht sehr elegant und mächtig aus, was auch richtig gut zu ihrer Effekt und Karte passt. Es ist eine unglaublich hübsche Karte. Deswegen sollte sie auf jeden Fall hier mit rein. Ja, das war's dann vom heutigen Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen!